Als Selbstständiger musst du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Dem zugrunde liegt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Und mit diesem Zufluss-Abfluss-Prinzip hast du ganz interessante Steuergestaltungsmöglichkeiten. Welche das genau sind, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und in Deutschland haben wir im Wesentlichen zwei Gewinnermittlungsarten. Einmal die einfache Buchhaltung, das ist die Einnahmenüberschussrechnung, und die Bilanzierung. Ich möchte gar nicht so tief auf diese beiden Themen eingehen, weil dazu habe ich schon mal ein vertieftes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir gerne oben rechts. Schau da gerne mal vorbei. In diesem Video möchte ich mir die Einnahmenüberschussrechnung genauer anschauen. Denn die Einnahmenüberschussrechnung, die basiert auf dem Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das bedeutet, dass Einnahmen erst Einnahmen sind, wenn du das Geld auf dem Konto hast. Und Ausgaben sind erst dann Ausgaben, wenn du einen Mittelabfluss hast. Das heißt, ja, eine ausgehende Bankkontotransaktion. Bei der Einnahmenüberschussrechnung ist der Zahlungszeitpunkt entscheidend. Und nicht das Datum der Leistungserbringung oder das Rechnungsdatum. Das Schöne am Zufluss-Abfluss-Prinzip ist, dass ich das Datum des Geldeingangs oder Ausgangs ja direkt beeinflussen kann. Und das schauen wir uns anhand der beiden Szenarien einmal an. Also einmal beim Szenario Umsatz, also Einnahmen, und einmal bei dem Szenario der Kosten. Wenn ich beispielsweise ein größeres Projekt habe im Oktober oder November und ich habe dieses Jahr eigentlich schon genug verdient und mein Kontostand reicht locker aus, um die laufenden Kosten bis Ende Dezember zu decken, dann könnte ich mir ja überlegen, dass ich diesen Umsatz gerne nicht in diesem Jahr in meiner Steuererklärung hätte, sondern lieber erst im nächsten Jahr. Und auch wenn mein Auftrag im Oktober oder November ist, könnte ich mir ja überlegen, ob ich meine eigene Rechnung vielleicht nicht am 31.12. stelle. Weil dann stelle ich am 31.12. die Rechnung und dann weiß ich ja hundertprozentig, dass das Geld nicht mehr in diesem Jahr kommen wird. Das heißt, den Geldzufluss, den werde ich erst im nächsten Jahr haben und damit muss ich, obwohl das Projekt in diesem Jahr lag, in diesem Jahr auf diesen Umsatz keine Steuern bezahlen. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt auf der Kostenseite. Natürlich kann ich auch Kosten vorziehen. Das heißt, ich kann in diesem Jahr eventuell schon Kosten produzieren, die ich eigentlich erst im nächsten Jahr gehabt hätte. Es bietet sich sehr an, das bei Softwarelösungen zu machen. Ich empfehle nämlich jedem Selbstständigen, einfach Anfang Dezember mal durch die Softwarelösungen zu gehen, die man so in Anspruch nimmt, und zu überlegen, was braucht man überhaupt noch. Wenn du es gar nicht mehr brauchst, kündigen. Bei allen Softwarelösungen, bei denen du weißt, dass du sie nächstes Jahr noch brauchst, könntest du auf jährliche Zahlungsweise umstellen. Als Beispiel, ich nutze die Adobe Creative Cloud und weiß auch, dass ich sie im nächsten Jahr brauchen werde. Dann könnte ich Anfang Dezember einfach auf jährliche Zahlungsweise umstellen und dann bekomme ich ja eine Rechnung für die nächsten 12 Monate. Also im Wesentlichen für das folgende Jahr. Wenn ich diese Kosten jetzt aber sofort gebündelt habe, kann ich sie auch noch in diesem Jahr vollständig steuerlich berücksichtigen. Und das kannst du bei allen Softwarelösungen machen, die du so hast. Aber es geht nicht nur bei Softwarelösungen. Das kannst du auch bei allen anderen Betriebsausgaben haben. Wenn du beispielsweise ein Büro hast, dann könntest du mit deinem Vermieter sprechen und einen Vorschuss für Elektrizität oder aber für Gas zahlen. Und wenn du diese Kosten in diesem Jahr trägst, also überweist, dann kannst du sie tatsächlich auch in diesem Jahr noch in der Buchhaltung berücksichtigen. Du kannst das Ganze auch mit Dienstleistern machen. Ich hatte beispielsweise mal eine Sales-Mitarbeiterin. Die hat für mich im Monat ungefähr für 10 Stunden gearbeitet. Und ich wusste auch, dass ich sie auf jeden Fall im nächsten Jahr brauchen werde. Und dann habe ich sie im Dezember gefragt, ob ich bei ihr nicht ein Stundenkontingent heute schon kaufen könnte. Und dann hat sie mir tatsächlich eine Rechnung fertig gemacht für 50 Stunden ihrer Arbeitszeit. Die habe ich im Dezember bekommen, diese Rechnung, und auch noch im Dezember gezahlt. Und dieses Stundenkontingent hat die Mitarbeiterin dann zwischen Januar und Mai einfach abgearbeitet und hat für diesen Zeitraum einfach keine Rechnung gestellt. Das Ganze hat dazu geführt, dass ich die Kosten, von denen ich wusste, dass ich sie sowieso haben werde, alle ins Feuer gezogen habe und da halt steuerlich schon geltend machen konnte. Und so habe ich unterm Strich Steuern gespart. In diesem Zusammenhang solltest du unbedingt einmal von der 10-Tage-Regel gehört haben. Das Ganze, was ich dir erklärt habe, funktioniert grundsätzlich. Bei wiederkehrenden Kosten, wie zum Beispiel deiner Miete fürs Büro, funktioniert das Ganze aber nur, wenn du mindestens 10 Tage Abstand hältst. Das heißt 10 Tage zum Jahreswechsel Abstand. Denn innerhalb der 10-Tage-Grenze gilt nicht das Zufluss-Abfluss-Prinzip, sondern das Prinzip der wirtschaftlichen Zugehörigkeit. Also wenn du die Miete für dein Büro am 28. Dezember zahlst, gilt das nicht mehr ins alte Jahr, sondern ins neue, weil sie gehört wirtschaftlich zum neuen Jahr, wenn das die Miete für den Januar ist. Deswegen bei wiederkehrenden Kosten mindestens 10 Tage Abstand zu Silvester oder Neujahr einhalten. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und vielleicht sparst du dadurch ja den ein oder anderen Euro an Steuern. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du dir denkst, vielleicht so als Neujahrsvorsatz, dass du mit diesen ganzen nervigen Buchhaltungsaufgaben gar nichts mehr zu tun haben möchtest, dann gib sie doch uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und kümmern uns gern um deine nervigen Buchhaltungsaufgaben. Wie unsere Zusammenarbeit aussehen könnte, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Kannst aber natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen. Wir haben schon hunderte Videos rund um die Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern aufgenommen, zum Beispiel das hier oder das hier.